Hallo, ich bin Heber Ferrasleite, ein Skiamateur. Ich stelle dir in diesem Video vor, auf dem Kreischberg die schwarze Piste 8, aber weil die in andere Pisten mündet und nicht in einem Lift, muss es irgendwie weitergehen. Wir werden also weiterfahren über die blaue 5, die blaue 19 und die rote 18. Die Piste 8 beginnt an der Rosenkranzhöhe, das ist der oberste Bereich des Skigebiets. Man fährt dort, wie in diesem Fall, mit dem Zweiersessellift hinauf oder auch mit dem Schlepplift, der dort hinaufführt. Beginnen tut es über die blaue Piste 6, die eine Verbindungspiste ist im oberen Bereich, also alle Skipisten im oberen Bereich sind durch die 6 miteinander verbunden. Wir genießen hier das herrliche Bergpanorama. Die erste rechts wäre die schwarze 7a und die zweite rechts ist dann die schwarze 8, zu der wir jetzt hinfahren. So wie die anderen Pisten in diesem Bereich, zunächst flacheres Gelände und erst dann kommt der steile Hang. Jetzt beginnt es sukzessive immer steiler zu werden, bis man merkt, warum das schwarz geratet ist. Am unteren Ende des Steilhanges hört offiziell die Piste 8 auf, man könnte rechts zur 7 fahren. Wir fahren hier aber links und münden in einem gemeinsamen Bereich, der vielen Pisten zu eigen ist. Die 5, die 7 und die 18 treffen sich hier. Wenn wir hier rechts fahren würden, würden wir wieder zur roten 7 kommen. Wir fahren aber gerade hinunter. Dieser Hang ist gemeinsam der roten 18 und der blauen 5. Man kann hier sehr schön Schwünge unter der Trasse der 10er Gondel ziehen und jetzt an der Gabelung rechts halten ist die blaue 5, links wäre die rote 18 gewesen. Hier muss man sich wieder entscheiden, rechts hinunter kann man weiterfahren über die rote 7. Wir machen hier aber eine scharfe Kurve nach links und nehmen die blaue 19, die eigentlich ein Verbindungsweg ist, eine Forststraße, und fahren einfach gemütlich und schauen, wohin sie uns führt. Als ich diese Aufnahme gemacht habe, bin ich zum allerersten Mal in meinem Leben und bisher auch einzigen Mal auf der blauen 19 gefahren. Ich habe die einfach gesehen und habe mir gedacht, geh komm, fahr da rein, schauen wir mal, wo das hinführt. Ja, und jetzt sehe ich, wir kommen wieder unter die Trasse der 10er Gondelbahn Rieglalmbahn. Wenn wir quer über den Hang hier drüber fahren, da geht die 19 dann weiter. Auf der Karte habe ich mir dann angeschaut. Wir kämen dann zur Mittelstation der Kreischberg 10er Gondel. Aber das wollte ich dann doch nicht fahren, war mir zu langweilig. Bin ich also rechts hinunter über die rote 18 gefahren. Das ist eine rote Piste, die ich sehr gerne fahre. Eigentlich meine Lieblingspiste am Berg. Aber ich glaube, an manch anderen Skigebieten hätte man das noch blau eingestuft, zumindest der untere Teil. Oben gibt es ein bisschen einen steileren Hang,
Dieser untere Teil ist so an der Grenze rot zu blau. So etwas steilere blaue, auf der man zügig fahren kann, oder flachere rote. Hier ist man schon fast bei der Talstation der Rieglalmbahn und mein Tipp wäre hier, Tempo rausnehmen. Dieser letzte Hang ist immer sehr zerfahren. Ich weiß nicht genau warum. Also zum Mittag ist das hier ein Hügel nach dem anderen. Ja, also nicht mit vollem Tempo kommen, wäre mein Tipp hier. Ein bisschen Vorsicht walten lassen. Ja, das war die Abfahrt 8, 15, 19, 18. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Vielleicht bis bald auf dem Crashberg.